Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Ja, ich muss zugeben, die letzte Aufnahmesession war jetzt eine ganze Weile zurück, also die letzte Folge besser gesagt. Hauptgrund dafür war halt, wie man in den letzten Folgen gemerkt hatte, hatte ich ein kleines Problemchen, dass mir das Spiel öfter mal beim Laden abgestürzt ist, oder die Aufnahme, oder beides. Und ich erstmal danach gucken musste, woran das liegt. Ob ich das irgendwie beheben konnte. Also habe ich bei Steam Dings Datencheck gemacht und solche Sachen und hoffe mal, dass es jetzt etwas besser funktioniert alles. Ja, und für diejenigen, die sich wundern, warum wir jetzt wieder auf der vorletzten Ebene von Ordnua sind. Ich habe mich ja am Schluss von der Queste, wo ist es denn, Meister der Tiefe, vertan. Wir müssen erst auf die erste Ebene der endlosen Pfade und dort auf die Hand den Adra-Splitter legen, den wir bekommen haben. Und dann können wir weiter gucken. So, das heißt erst einmal nach oben. Und ich habe in der Zwischenzeit mal, auch wenn es nicht toll war, mich selber gespoilert, was den Geheimgang eine Etage höher anbelangt, den ich entdeckt habe, aber nicht öffnen konnte. Das kann ich leider nicht öffnen, weil ich vorher eine falsche Option gewählt habe hier in Ordnua. Aber mehr will ich dazu nicht sagen, mehr will ich nicht verraten. Auf jeden Fall habe ich mich da gespoilert, also durch den Geheimgang kommen wir nicht durch, da brauchen wir nicht lange suchen. So, wir wollen jetzt in die erste Stufe. Ach ja, und in der zweiten Stufe noch den Kobold töten. Wir scheinen ja nirgendwo ein Gegengift für ihn zu finden. Und ihn ewig da rumliegen lassen wollen wir auch nicht, oder? Also. Ja. Tun wir ihn einfach erlösen. Dürfte schnell erledigt sein, dann können wir hier raus. Also ja, jetzt sind wir... Oh, was zur Hölle? Warum haben wir hier jetzt auf einmal Kultisten? Bleierner Schlüsselmörder. Stehen bleiben. In der Tür steht ein mit einer Robe bekleideter Mann, dessen Blick zwischen dir und Kanarua hin und her wechselt. Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt? Ausgerechnet jetzt? Kana knirscht mit den Zähnen und sein Gesicht wird dunkel vor Wut. Eine andere mit einer rumbekleideten Gestalt schaut dich an. Das ist also der Wächter. Du machst es uns sehr einfach, indem du am selben Ort auftauchst. Alle aufs Augen brennen und er greift nach seinem Stab. Vorsicht. Unsere Jagdtruppen haben sich zusammengeschlossen und wir haben den zahlenmäßigen Vorteil. Macht es euch leid und ergebt euch. Wir werden es schnell zu Ende bringen. Wie seid ihr hierher gekommen? Wir suchen die Gesellschaft der Schatten auf, dass unsere Mühen im Verborgenen bleiben. Der Mann lächelt abermals, bringt sie alle um. Okay. Das hier sehe ich fast schon als Beleidigung an, so schnell wie die fallen. Da, der Gedankenverkünder, der muss ordentlich einstecken. Und dann noch der da. Und weg sind sie alle. Kana inspiziert den Kopfschütteln die Leichen. Welch eine Verschwendung. Er wendet sich dir zu. Ich weiß nicht, warum sie sich damit abgaben. Welchen Schaden könnte schon eine zerbrochene Tafel anrichten? Oder ein beliebiges Artefakt? Sie sind nicht mal La Fontana. Du hast mir gesagt, es könnte Rao Tai davon abhalten, die Eroberung der Welt zu versuchen. Was meinst du, wie lange sie hier oben warten, festgesessen sind? Ich glaube nicht, dass sie wegen der Tafel hier waren. Kana nickt. Du hast wohl recht. Sie haben uns nie gefragt, was wir gefunden hatten. Anscheinend sind es die Ruinen selbst, an deren Erkundung sie Anstoß nehmen. Was ausreicht, um mich über Edyr, Xamitl und den Dürrwald zu jagen? Lass uns sie zur Abwechslung mal jagen.
Das bedeutet nur, dass du dich auf dem rechten Weg befindest. Das klingt zu Paladin-mäßig. Was willst du damit sagen? Du solltest deine Suche vielleicht einstellen. Du hast doch gefunden, wonach du suchtest. Ah, Hagrim ist Jäger. Lass sie uns zur Abwechslung mal jagen. Das ist nur gerecht. Keiner grinst Brand. Anscheinend hat der Blende Schlüssel die Antworten, die uns noch geblieben sind. Wenn ich Radotai schon kein Friedensversprechen bringen kann, da werde ich zumindest etwas für meine Reisen vorzuweisen haben. Ja. Gut, wir sollen jetzt erst einmal alles plündern. Gucken wir mal kurz das Zauberbuch an. Trank des unheimlichen Schützen für dich. Etwas Met für dich. Trank der kleinen Ausdauer, Trank der schwachen Regeneration und der Rest kann alles hier rein. Noch ein Trank des unheimlichen Schützen und der Rest hier rein. So. Läuft ja schon mal ganz gut. Wir haben schon wieder zu viele Tränke des unheimlichen Schützen. Gibt es hier noch interessante Zauber zu lernen? Na, lernen wir alles. Wir haben genug Kupferstücke. Arkane Reflexion und anstoßendes Antlitz. Okay. Und dann weg mit dem Zauberbuch. Ja, Get haben wir mehr als genug. So, hier wäre die Hand. Ich will aber kurz mal eine Etage tiefer. Sure. Gehen in der Hoffnung. Was heißt in der Hoffnung? Da unten ist ja der Kobold, der Xaurib, nicht Kobold. Falsches Spiel. Wobei Xaurips ja doch ziemlich Ähnlichkeit mit Kobolden haben. Wobei Xaurips ja eher Echsenwesen sind. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal den Xaurib von seinem Leiden erlösen. Dann lege ich das, den Stein auf die Hand. Und dann geht's ab zu der Jägerin in den Schwarzauen. Und dann sehen wir weiter. Ich will auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession auf die Grabesinsel kommen. Die Grabesinsel erkunden. Mal sehen, ob ich das heute noch schaffe in der Aufnahmesession. Ich weiß ja nicht, worauf das jetzt dann hinausläuft mit dem Drachen. Auf jeden Fall war hier der Xaurib, genau. Der Xaurib, dem Xaurib die Kehle durchschneiden. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn man lange genug auf einem Bauernhof arbeitet, versteht man es. Auch wenn es nie leicht ist. So. Haben wir den Xaurib von seinem Elend erlöst. Was ist das hier eigentlich? Naja. So ein Xaurib-Totem. Gut. Also ich habe schon mal das Gefühl, dass die Ladezeiten ein bisschen schneller geworden sind. Kann aber nur so ein Gefühl sein. Oder es liegt daran, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Kann auch sein, dass der Spielstand mittlerweile ein bisschen korrumpiert ist nach all den Patches. Weil ich habe ja ziemlich früh mit dem Let's Play angefangen, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Damals gab es ja noch mehr Bugs. Und ich weiß halt nicht, wie sich die Patches mit dem Spielständen da allgemein vertragen haben, ob sich da die Fehler mit jedem Safe übertragen haben. So, ich muss hier lang, weil hier müsste es zur Hand hochgehen, genau. Da ist die Haupttreppe und da müsste dann der Ausgang auf der Hand sein. Genau, aber erstmal müssen wir hier was auf die Hand legen. Du stehst im Mittelpunkt der nach oben gerichteten Handfläche, wohin du auf geheißtes Drachenamulett gelegt hast. Das Amulett platzieren. Du legst das Amulett vorsichtig auf die Handfläche. Einen Augenblick lang scheint nichts zu passieren. Während du Ziel siehst, beginnt das Adra-Juwel erst schwach, dann gleichmäßig zu leuchten, bis es wie die goldenen Augen des Drachens glüht. Als du das Amulett wieder aufnimmst, fühlt es sich warm an. Außerdem scheint es vor Energie zu summen. Gut, wir haben das Amulett. Ja, ich soll zur Falle an Roet gehen. Vielleicht hat die auch eine Idee, wie ich das Amulett jetzt benutzen kann, um den Drachen zu schwächen. Das wäre nämlich auch keine schlechte Idee eigentlich. Weil eigentlich fuchst es mich, dass ich diesen Drachen nicht
töten konnte. Das ist wirklich irgendwie typisch, wenn die Spieleentwickler die Idee haben, nicht den Endboss, sondern irgendeinen optionalen Boss zum stärksten Gegner im Spiel zu machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Taos ist nicht so stark wie dieser Drache. Wobei halt an diesem Drachen schon übel ist, dass er so viele Helfer hat. Gerade die Adragans, die er hat, die ständig übernehmen. Und sein Odem. So, ich bin hier rausgekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Map, reisen in die Schwarzauen. Wenn wir zurückkommen, müssen wir mal wieder rasten. Für Verfassung. Vielleicht sollte ich mal für Stärke rasten. Annehmen. Schwarzauen. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mal für Stärke rasten, dass meine Leute mehr Schaden machen. Dann sollte ich vielleicht mal nochmal Essen kochen. Um meine Leute noch mehr hoch zu pushen. Und soll es vielleicht dann nochmal in Angriff nehmen. Weil der Drache wird auf den anderen Schwierigkeitsgraden genauso schwer sein. So, Zeittag, das ist okay. Kestorik, nach dem habe ich auch noch gar nicht geguckt. Vielleicht sollte ich erstmal mir die Zeit nehmen, mich nach dem mir die Quests und so anzusehen, die noch offen sind. Zum Beispiel das Schwert zu schmieden, was ich in den Ort Nua gefunden habe. Weil jetzt habe ich ja alle Teile. Eine Frau mit in glänzender Ketzerrüstung bewacht den Schrein, den Kopf nach unten geneigt, Gedanken verloren oder zum Gebet. Die Schließe ihres Umhangs ist mit dem Kopf eines Hundes verziert, also eine Galloway-Jägerin. Das Amulett windet sich in deinem Rucksack, fast als wäre es lebendig. Du spürst den drückenden Zwang zu tun, was der Drache sagt, und es der Frau um den Hals zu legen. Sie blickt auf, als du dich näherst. Ihre ernste Miene weicht einem schiefen Grinsen. Seid gegrüßt, Fremder. Wir sehen hier in letzter Zeit nicht viele Reisende. Ein wahrer Jammer. Wer bist du? Falanroet von der versenkten Klinge. Möglicherweise die einzige versenkte Klinge, die es noch gibt. Wer weiß das schon. Ich verbringe inzwischen mehr Zeit damit, den Schrein zu pflegen, als Jungdrachen zu jagen. Was hat es mit den versenkten Klingen auf sich? Drachenjäger. Sie lächelt zynisch. Zumindest hielten wir uns dafür. Wir gaben uns die große Mühe, dafür zu sorgen, dass unsere Beute dieses Stadium nie erreichte. Wir waren von Anfang an ein zusammengewürfelter Haufen. Zunächst beseitigten wir nur hin und wieder einen Lindwurmbefall, dann begannen wir Jungdrachen zu jagen. Mitglieder kamen und gingen. Wir verdienten uns ein wenig Ruhm, nachdem wir halfen, einen ausgewachsenen Drachen zu besiegen. Wir waren glorreich auf unsere Weise. Manchmal ein glorreiches Chaos, doch es war nicht von Dauer. Einige unserer Mitglieder schlossen sich den Hunden an oder der Krallengesellschaft. Ich mache mir nichts daraus, alte Tempel zu plündern oder mich unter hochwohlgeborenen Narren zu mischen, die glauben, sie seien Geilowains Auserwählte. Ich bin zufrieden damit, unser Banner ganz allein hochzuhalten. Was tust du hier draußen? Mit dem Vater der Monster einige Worte wechseln. Es ist meist eine recht einseitige Unterhaltung. Sie lächelt leicht. Ich komme gelegentlich hierher. Ich versuche, den Schrein von Ästen und Ähnlichem freizuhalten. Bist du hier, um deinen Respekt zu erweisen, den Suchgott zu bitten, deine Jagd zu segnen? Ja, ich verfolge eine gefährliche Beute. Dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt. Ich lasse dich in Ruhe. Diese Dinge tut man am besten allein, wie ich finde. Jo. Okay, ich werde hier erstmal kurz speichern. LP35 wäre das. LP35. Damit ich hier nicht zu viel falsch mache aus Versehen. Und wir zu viel nachholen müssen. Das will ich nämlich auch wieder nicht. So, jetzt reden wir nochmal mit ihr. Ja, das kennen wir. How do you do? Ich selbst habe einen Drachen in den Zwillingsräumen erlegt. Lässt sich hier gut jagen. Die meisten Hirsche. Ich suche nach dir. Ach, ich dachte nicht, dass sich noch irgendjemand an mich erinnert. Woher weißt du von mir? Lügen. Ich bringe dir ein Geschenk, weil du meiner Familie mit dem Jungdrachen geholfen hast vor einigen Jahren. Das Amulett um ihren Hals werfen? Das ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, es gibt einen Drachen, der dich tot sehen will. Sie wollte, dass ich dich finde.
Kaum haben die Worte deine Lippen verlassen, zerspringt das Amulett, das du in den Händen hältst, mit lautem Krachen. Du spürst eine fremdbrechende Welle des Zorns über dich kommen, dann verschwindet das Gefühl.